Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Gate New Horizon. Ja, ich habe mich nicht umsonst so umgedreht, denn ich habe hier wegen was umgebaut. Und zwar, wie man hört und jetzt auch sieht, da ist kein Dampf mehr. Ich habe den Dampf rausgeschmissen. Ich habe mir nochmal 8 Combustion-Generatoren gebaut und habe die jetzt sozusagen hier angeschlossen. Und wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, dann haben wir auf jeden Fall hier sozusagen einen halben Motorblock. Und wenn ich dann auch noch 4 hier rausnehme, dann hätte ich sogar einen ganzen. Werde aber drüben auch noch weiter die Dinger dann aufbauen. Habe ich aber momentan nicht gemacht. Ich habe andere Sachen vorbereitet. Bin gerade auch dabei, schön brav noch an Holz zu sägen. Habe auch gerade mit Interesse festgestellt, dadurch, dass ich jetzt Lubrikant verwende, dass ich nicht mehr aus Holz nur 4 rausbekomme und Wood Pulp. Das ist mehr, dass ich Birchwood rausbekomme. Und zwar 6 Stück. Ja. Super. Das heißt, ich bekomme mehr. Habe ich sonst noch was gemacht? Ich habe diese Fässer vergrößert und alle Fässer in eins verfrachtet. Die werden demnächst interessant werden. Das wird jetzt gleich alles interessant werden. So, jetzt ist dunkel. Denn ich habe eine neue Baustelle. Wie man auf der Minimap, die wo schon aufgepasst haben, gesehen haben. Denn ich habe es geschafft, den Berg hier hinten durch meinen Hammerly abzutragen und habe schon mal angefangen, die ganze untere Form aufzubauen, damit wir sozusagen dann mit dem Lager mehr loslegen können. Ja, okay, das basaltige Mineral, das Kassiterit-Sand, ja, die sollte ich dann auch mal irgendwo noch abbauen, aber hat Zeit. So. Und wisst ihr, was das viel Schlimmere ist? Hier ist Halbzeit des Gebäudes. Das wird ein, ich habe gesagt, ein Mega-Ding. Man sieht es jetzt hier etwas besser. Es ist auch ein bisschen größer geworden. Und dadurch, dass ich die Straße wirklich genau an den Chunk gemacht habe, musste der etwas größer werden. Ist aber auch kein Problem, weil dann wird halt der etwas kleiner. Muss ja auch nicht unbedingt hier eine Straße rumführen. Denn ich kann ja auch so rumgehen. Da kann ich hier oben vielleicht auch noch Gebäude hinzimmern. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall, das sind jetzt schon mal 4 Chunks in die Breite. Und 3,5 in der Länge. Und das heißt, ne, wir müssen noch bis daher ausgraben. Und das da auch noch alles wegmachen, dass wir die zweite Hälfte bauen können. Habe ich mir aber gedacht, das ist dann auch teilweise scheißegal. Denn wir... brauchen ein Lager endlich. Und dass wir unsere Sachen dann endlich vernünftig aufräumen können. Das wird jetzt aber auch für mich heißen, ich brauche tonnenweise Material, um das da aufzubauen. Ihr werdet gleich sehen, ich habe das Schematik schon an. Nur für euch noch nicht sichtbar. Denn ich muss jetzt auf jeden Fall... Wir brauchen Kisten, wie die Weltmeister. Wir brauchen, wie gesagt, ich tue gerade nicht Birchwood umsonst so viel produzieren. Das wird jetzt auch fast alles dann drauf gehen. Die Stone Slabs werden gleich noch alle drauf gehen. Ich habe schon gesagt, das Lubrikant wird dann auch irgendwann weg sein. Das wird witzig. Das wird jetzt gleich so total witzig. So, das nehme ich mal mit. Was wir an Glas noch brauchen. aber das werde ich erst so richtig herstellen, wenn MV steht. Also das, wie gesagt, ich werde da so
so Sicherheitsriegel reinziehen, dass nicht jedes Monster reinlatschen kann. Aber ich werde es nicht jetzt hochziehen, weil das ist irre. Vor allem, wie gesagt, ich werde auch dann die Materialien gleich da hinten reinlegen und reinparken. Apropos reinlegen und reinparken. Ich brauche dafür die Framed Drawer. Dafür brauche ich die Carpenters Blöcke. Und dafür brauche ich die Woodframe Boxen. Und das sind Sticks und 4. Jetzt wisst ihr auch, warum dass ich sage, wir beiden Holz brauchen wie die Weltmeister. Weil das wird richtig, richtig, richtig viel. Ein paar Pistons habe ich noch hergestellt. 8 Woodframe-Boxen habe ich nicht mehr. Oh, da draußen habe ich noch welche. Das sind nochmal 12. Die Carpenters-Boxen habe ich da. Ich habe schon für mich entschieden, ich werde die definitiv aus Stahl machen. Weil mittlerweile Stahl zum Produzieren für mich kein größerer Aufwand ist wie Eisen. Und wie gesagt, irgendwann wird der EBF ja auch noch taub. Der EBF auch noch auf HV hochgeswitcht. Und wenn das dann passiert, dann sind wir ja noch schneller. So, hier haben wir da 12 Poly, die kann ich auch gleich mitnehmen. Bist du fertig mit dem gleich? Danke. So, wir haben 32 Bolts, das heißt, wir haben jetzt 32 Stahlschrauben. Ich brauche, glaube ich, 2 oder eine. So, ab in die Lathe. So, dann brauche ich jetzt den Circuit Nummer 4. Der müsste. Was ist denn du? Du müsstest doch irgendwo hier rumfliegen. Da bist du. In der Distillery. Genau, der hat nämlich, glaube ich, Lubrikant hergestellt. Ich habe schon gesagt, ich muss schon irgendwann mal schauen, dass ich das Zeug dann im Dutzend billiger herstelle. Aber das kommt alles, zuerst wollte ich es ja in die Kokerei bauen. Bis ich mir mal das Wort Lubrikant, was ich vorher halt nicht so kannte, immer übersetzt habe und dann als Schmiermittel oder als Schmierstoff erkannte, haben wir gedacht, nein, Schmiermittel bekommst du nicht von der Kokerei, sondern kriegst du von der Chemieverarbeitung. Aber da sind ja eigentlich noch weitere Zusatzstoffe drin. Und eigentlich ja auch Öle. Aber naja. Also bei uns ist es so. Aber ist Wurst. Ist Wurst. So. Das heißt, wir hauen jetzt da nochmal die nächsten Sticks durch. Und da hauen wir jetzt dann gleich nochmal das Deck durch die Lathe. So, und wie schaut es bei dir aus? Also, die Batterien bewegen sich, seit ich die da habe, nicht mehr. Es bewegt sich nur noch der. Also, der war schon, glaube ich, dreimal leer jetzt. Also, der säuft richtig Benzin weg. Also, das heißt aber auch, wir müssen. Also, es werden jetzt vermehrt Baufolgen kommen. Und natürlich dann auch immer die Einrichtung der Gebäude. Also, ich weiß, ich will zwar auch noch irgendwann in den Dungeon rein und da sozusagen das Level 2 machen. Ich habe schon gesagt, da werde ich dann dauersterben. Weil, wie gesagt, mittlerweile spawnen hier Viecher. Die haben gehört, dass ich mich beschwert habe, dass ich total einen Geschmack finde, dass da Monster kommen, die dich, ja, platt machen, wenn du drauf schießt. Weil ich habe jetzt ja mittlerweile meinen geilen Bogen. Oder Armbrust.
Ihr glaubt nicht, ich bin schon wieder zweimal gestorben, weil, ja, da war eine Spinne, die war, die hat mir ihren Schaden gegeben. Also die Spinne ist nicht gestorben, aber ich. Und ja, und dann noch ein Zombie, glaube ich, der hat dasselbe drauf gehabt. Habe immer gedacht, ja, ist klar. Einfach akzeptieren hat einen Vorteil, vor allem wenn man das so akzeptiert, dass man sagt, ja, dann kann ich mein Essen wieder resetten. Ich weiß zwar nicht, ob das Sinn und Zweck ist, aber ich mache es jetzt halt so. So, muss ich gerade gucken und ha. Kann die Stahlschrauben nicht verwenden, weil ich dafür den größeren Assembler brauche. So, was brauche ich für den größeren Assembler? Glaube, ich habe ihn oben schon mal drin, oder? Advanced Assembler. Das heißt, ich brauche zwei Good Electronic Circuits. Das Problem wird jetzt nur sein. Ja, genau das. Ich habe da gar nichts vorbereitet. Und dann machen wir das am Anfang auf jeden Fall jetzt erstmal anders. Weil, wie gesagt, heute will ich das Lager machen. Und beim nächsten Mal dann den Assembler. Oder bei den nächsten Malen. Das wird sich noch alles zeigen. Ob ich dazu komme, noch ein bisschen was vorzubereiten. So, das heißt, ich kann die Stahlschrauben schon mal wieder rausparken. Und ja, hier schön wieder meine Kiste schmeißen. Nächstes Mal mache ich dann wieder Stahlschrauben, weil ich vergessen habe, dass ich die in die Kiste gepackt habe. So, sind wir durch. Jawohl, 32 Schrauben. Wären halt nochmal vier mehr rausgekommen. Wie gesagt, für mich ist Stahl, also Stahl ist jetzt nicht mehr das, wo ich mir den Kopf zerbreche. Wie gesagt, 5 Sekunden. EBF, also die Batterien werden nicht leer durch Stahlproduktion. Bei Alu schaut es noch anders aus. Und ja, falls ich Stainless Steel herstellen sollte, wie gesagt, müsste ich nur dieses Ding da drüben auf HV hochziehen. Das heißt, die Energy Hedges austauschen von LV auf MV. Dann werden wir da auch. Könnte ich sogar schon Richtung HV gehen, zum Beispiel so ein schönes Becken bauen. Kommt auf jeden Fall demnächst noch alles. Wie gesagt, aber wir brauchen noch einen Assembler, wir brauchen dann den großen Cutter. Und wie gesagt, dann wird hier auch alles umgebaut. Weil ich habe für mich schon entschieden, ich werde die hier, ja, das Thema vom Anfang, gleich wieder verworfen. Und zwar, ich werde die hier dann abbauen und drüber bringen. Aber halt erst ab einer ganz gewissen Zeit, wo wir halt auch die brauchen. Denn wenn ich die dann rüberbringe, dann müssen die meiner Meinung nach sofort auch die Erzverarbeitung anschmeißen. Nicht die Erzverarbeitung, die Raffinerie. Oder ja, die Raffinerie, also die entsteht ja hier. Die müssen die dann anschmeißen, dass wir weiterhin Benzin produzieren, beziehungsweise irgendwann Diesel, beziehungsweise irgendwann die noch besseren Sachen. Oh, sehr schön. Bisschen Carpenters Blöcke. Und ja, wenn wir die halt dann haben, dann habe ich einen Abnehmer, da kann da der Strom hin. Und dann wird aber hier umgebaut. Und zwar, da kommen hier die MV-Motoren hin. Wenigstens zwei. Weil zwei haben genauso viel oder müssten eigentlich diese vier ersetzen. Und warum werde ich das machen? Ist ganz einfach. Weil dann da drin erstmal MV entstehen wird. Also das Gebäude wird so schnell leider nicht weichen können. Weil, wie gesagt, dann hier langsam anfangen, die Sachen auszutauschen, LV zu MV und den Raum auch so aufbereiten. Und alles andere, was LV ist, was ich halt dann in anderen Gebäuden brauche, das wird dann umziehen.
Aber wenn wir alles schön sachte hinkriegen. So. Habe ich jetzt meine ganzen Carpenters-Blöcke dabei. So, nochmal 32. Das müsste jetzt eigentlich gut reichen am Anfang. So. Und jetzt brauche ich diese Framed Drawer. Muss ich mal gucken, kann ich die auch da drin bauen? Ja, mit dem Circuit Nummer 1 und 8 Stück, aber nicht billiger. Ne, dann kann ich das auch so machen. So, dann brauche ich auf jeden Fall, hahaha. Ich müsste jetzt eigentlich gerade jedes mehr Holz durchballern, aber geht halt nicht. So, das heißt, du brauchst jetzt eigentlich wieder den Vierer. Du gehst raus, du kommst da oben rein. Ich habe ja noch zwei Sticks gemacht. Dann bretterst du die mal durch, dass ich dann noch welche habe. Und wenn dann das Holz dann durch ist, dann wird es dann durchgejagt und daraus mache ich dann Kisten. Aber wir werden da auch einiges brauchen. Ich sag ja, Mommy, also das wird jetzt interessant und teuer. Das Gebäude. So. Framed Door. Und ich werde am Anfang auf jeden Fall die erstmal mitnehmen. So. Jetzt muss ich mir natürlich noch überlegen, wie ich die Drawer im Lager ausschauen lasse. So, das sind jetzt mal 8. 32, das hört sich gut an. Das heißt, ich kann die durchjagen. Weil die brauche, da baue ich ein Dutzend billiger. Also da kann ich, irgendwann wird der nur noch für Marble arbeiten. Das Problem wird nur sein, ich muss erstmal so viel Marble finden. Ich habe momentan 548 für das Gebäude da hinten, glaube ich, werde ich euch gleich das Material zeigen, was wir brauchen. Und das ist ein bisschen mehr. Bissi. So, in der Zeit werde ich nochmal ein bisschen Marble durchjagen, weil ich mich dafür entschieden habe, dass ich das, glaube ich, auch mit Marble in der Kiste mache. Sagen außenrum das, was ich habe, und als Hintergrund, wir werden sehen. Ich habe ein bisschen Marble, kann ich mitnehmen. So, du hast 2, du hast einen, sind wir bei 8, du hast auch noch mal einen, sind wir bei 9. Hinten habe ich, glaube ich, auch noch was. So, dann laufen wir jetzt mal zu unserer großen Baustelle. Nicht gleich wundern, das Gebäude, was jetzt ihr gleich sehen werdet, ist nicht mehr 1:1 das, was ihr auf dem Boden seht, weil ich es für mich schon umgebaut habe. Darum habe ich auch nicht mit euch angefangen, weil das hat, glaube ich, 3 oder 4 Stunden gedauert, bis ich alles soweit hatte. So, wir machen mal Show. Jetzt werde ich auch gleich FPS-Drops haben. Ich hoffe, dass ihr es verkraftet, dass es nicht zu schlimm wird. Ja, Schematica ist in 1.7.10 hat das noch ein bisschen Probleme. Ich sehe auch meine Logdateien. Das Gebäude werden wir bauen. Wie ihr seht, ne, es geht noch ein bisschen nach hinten. Aber ein bisschen ist gut. Also ich sehe momentan noch 2, aber ich glaube, das sind sogar noch 3 oder 4. Also ist es genauso groß auf der einen Seite, glaube ich, noch. Ja, man sieht es halt leider nicht. Ich lauf mal rein. Ja, ich kann ja mal schnell einen Aufgang bauen. Das ist sowieso ganz gut, weil da muss ich nicht mehr runterhüppen. Mir die Füße brechen dabei.
Wir brauchen ja sowieso gleich das ganze Graffel. So, also wir sehen, ne, da ist die Mitte. Und jetzt haben wir hier nochmal 1, 2, 3. Und da haben wir ja auch 1, 2, 3 vom Mittelgang, oder vom Mittelgang aus. So, wir gehen wieder runter. Ihr wisst ja, Rot, ne, ist was anderes. Ich mache es mal so. Ich sage jetzt nicht All, sondern ich sage jetzt nur Layer. Und gehe jetzt den Layer und setze den einen Layer nach oben, dass man mal sieht, was der Unterschied mittlerweile ist. Also sozusagen, das Gebäude fängt eigentlich hier an, geht dahinter. Das ist alles gleich, die Breite ist gleich geblieben. Aber die Länge ist zum Beispiel anders geworden, weil ich jetzt das Gebäude für mich gespiegelt habe. Das Gebäude hört eigentlich hier auf, hat eigentlich Auffahrten und LKW-Parkplätze. Das interessiert mich hier nicht. Ich brauche ein Gebäude, wo ich mein ganzes Graffel wirklich lagern kann, ohne dass ich nochmal ein zweites oder ein drittes brauche. Also das ist Hauptlager und dafür ist es da. Also eigentlich jetzt, da hat es aufgehört früher. Jetzt hört es bei mir hier 2, 4, 5, 6 Blöcke weiter hinten auf. Ja, und auch hier sieht man Unterschiede, also dass zum Beispiel das halt hier so da ist, wenn man jetzt halt wieder nach unten geht, ne, da ist das da hier schmäler. Ich habe hier auch die Regale anders gebaut, das heißt, wir haben jetzt 4 Regale, die habe ich ja, die waren früher mehr getrennt. Kann ich halt nochmal jetzt wieder alles einblenden, blende nochmal alles ein. Also man sieht, ich habe hier so 3 Regale, dann habe ich hier frei, dann habe ich nochmal 2. Und da hinten habe ich dann was Kleines und da habe ich mir gesagt, nein, das will ich nicht. Ich möchte es dann, wenn dann bitteschön richtig haben, dass ich sage, okay, ich komme rein, ich habe hier meinen Gang in jede Richtung. Außenrum. Also auf jeden Fall vorne und hinten kommen dann diese Massenblöcke, wo ich wirklich sage, da werde ich so viele haben, da nützt mir kein Vierer, kein Zweier und kein Einser-Draw, ja Einser-Draw dann schon, aber die sollen nicht da rein, sondern die sollen da rein. Und hier hinten muss ich noch gucken, was da reinkommt. Das könnte sein, dass hier Kisten reinkommen. Dass hier so eine Art Kistenlager entstehen wird. Muss ich noch gucken, wie ich das genau mache. Ja, wie gesagt, hier waren einfach die Draw, die waren halt im Zweier rein. Da habe ich mir gedacht, nein, das ist mir zu wenig Platz. Da wirst du nämlich irre, wenn du auf einmal sagst, okay, jetzt muss ich was suchen, dann hast du so viel Platz. Nee, da habe ich gesagt, Zweiergänge bitte. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das für mich jetzt ein bisschen breiter. Und wie gesagt, das habe ich auch für mich gespiegelt. Das sieht man ja hier, das hat hier schon aufgehört. Das wird sich jetzt dann auch ein bisschen ändern. Wird schon wieder dunkel, hä? Das Gebäude wird so hoch, weil man sieht es hier so schön. Weil man schön hohe Regale bauen kann und man sieht schon die Catwalks, die werden hier auch Einzug haben. Ich lege mich mal schnell hin, hoffentlich wird nicht wieder rot. Jedes Mal, wenn ich im Lager war, ist rot geworden, nachts. Mal jetzt nicht im Boden. Dass man sagt, okay, ich habe dann hier dasselbe und habe dann einen Catwalk und kann dann da draußen genauso rumlaufen wie unten. Da ist es dann ein wenig anders. Da habe ich dann halt nur einen Einzelgang. Da kann ich nicht 2 Schritte zurück machen. Werde aber die in der Mitte so haben. Dass es dann da auch so einigermaßen funktioniert. Also das wird halt so ein richtig schönes Hochregal. Ich habe gesagt, da kann ich tonnenweise Material dann reinbunkern. Ich mache jetzt nochmal das da alles. Das ist da weg. Kann eigentlich das auch halten. Genau. Also das heißt, wir haben
Wir haben da richtig viel. Also wenn ich mir das vorstelle, das sind jetzt zwei, vier, das sind sechs. Da passen sechs Drawer drauf. Die werden vier hoch. Das haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 10, 20, 30, 40. 40 mal 6 sind 24, 240. 240 mal 4. Das sind dann 960 und das nochmal mal 3. Das sind dann 2880 Draw, was ich hier reinstellen kann auf diese Seite. Ja, und wenn man sich da jetzt vorstellt, da werden nicht sehr viele sein, die wo nur einfach sind. Die stehen hier draußen. Das werden zweifach und vierfach sein, die wo hier stehen. Vor allem hier mehr vierfach. Das würde dann heißen, mal 4, das wären dann 11.520 Items, die ich hier verstauen kann. Da kriegt man das NDI dann fast unter. Und auf der anderen Seite kommen dann die Erze rein. Weil ich werde irgendwann so viele Tonnen an Erzen haben, dass ich, ja, die nicht mehr da reinbringen kann, dann werde ich die sozusagen auf die andere Seite noch mit rüberbringen und Flüssigkeiten kommen vielleicht auch noch mit rein. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich hier dann auch kleine Tanks noch reinbaue. Die könnte ich ja zum Beispiel auch auf der Seite dann hinzimmern. So, jetzt habe ich genügend gelabert und euch was gezeigt. Jetzt fangen wir mal ein bisschen ist Arbeiten an. So, wir machen wieder Show. Und wir gehen auf den nächsten Layer, weil das ist jetzt nämlich das Wichtige. Und ich brauche meinen Rucksack. Mein Rucksack, da sind die Scaffolds drin. Die werden wir jetzt nämlich gleich brauchen. Und ich werde gleich mein Birchwood brauchen. Mit dem fange ich jetzt nämlich als allererstes an. Die Stone Slabs, da muss ich auch noch dran denken, dass ich da viel mehr produziere, aber die nehme ich auch gleich noch mit. Die Frames brauche ich momentan nicht, das kommt am Schluss. Und ich brauche noch ein paar Factory Blöcke. Die habt ihr ja gesehen, wo ich sie geschüttelt habe, wenn man sie herstellt. Einfach nur Stein und Eisen, also das ist das Zeug, was ich mittlerweile am meisten habe. Als hätte ich gewusst, dass ich so ein Lager bauen will. Okay, so. Jetzt muss ich jetzt aber erstmal hier wieder mal das ausschalten, weil hier, er hat sich ja geändert. An den Außenkanten werden immer Half Slabs nach oben gezogen. Das werden sozusagen die Hauptträger simulieren. Und nach innen kommen diese Factory Blöcke. Ich kann es euch nochmal komplett zeigen, wie es dann irgendwann ausschauen wird. Also das ist dann sozusagen der Hauptträger. Und da werden dann auch diese anderen Blöcke dann angeschlossen, die das dann tragen. Und innen drin ist halt nochmal Verstärkung. Ja, so habe ich mir das halt mal eingebildet. Ja, und das Gebäude habe ich nirgends rauskopiert, sondern selber übertrieben. Und wir machen mal den kurzen Materialtest. Das habe ich nämlich euch vergessen noch zu zeigen. Also, wir werden brauchen White Stained Glass. Das ist das Zeug draußen. Haben wir 3487 Glas und das Gebäude ist noch nicht fertig gewesen, wo ich das Schematik gemacht habe. Das werden mehr sein. Stone können wir ignorieren, weil das ist das einfach, weil ich den Boden mit kopiert habe. Das ist schnuppen egal, aber technische Blöcke brauchen wir 344. Stone Slabs brauchen wir auch fast 2000. Das stimmt alles soweit. Dann haben wir noch, was wichtig wird.
Die Oak Draws, ne, das waren schon 2x2, habe ich schon 560 Stück drin gehabt in meinem alten Gebäude. Marvel brauchen wir 7836. Das ist diese Huge Cobblestone, da waren es 4328. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Und Birchwood brauchen wir 1536, also da habe ich auch noch einiges zu tun. Und da habe ich sogar noch Architecture-Blöcke von 4203, aber das wird sich auch ein bisschen ändern, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht so viele geschnibbelte oder sonst was die Blöcke haben. Das soll nur dezent eingesetzt werden, weil wir möchten nicht, wenn wir in das Gebäude schauen, à la Schematics momentan, ich guck dahin geht, ich guck dahin, vor allem wenn man lädt, ja, da weint mein Minecraft. So, wir machen jetzt wieder mit. So, machen wir das jetzt erstmal soweit fertig. Ja, und diese Blöcke sind halt innen und diese Blöcke sind außen. Ja, dann haben wir jetzt ja hier schon angefangen, das alles vorzubereiten fürs Birchwood. Und da muss halt dann auch noch der Marble mit hochgezogen werden. Den habe ich momentan nicht mal dabei. So, wird auf jeden Fall irgendwann so ausgucken. Also ich finde das Gebäude schaut gut aus, könnt ihr mir mal schreiben, ob das auch so findet oder das sagt. Ja, nö. Und nein, übertrieben ist es nicht. Ich baue keine übertriebenen Gebäude. Seid ihr des Wahnsinns? Ich baue nur kleine angemessene Häuschen. So, das heißt, wir machen jetzt nochmal Show. Ja, dann seht ihr nämlich auch gleich noch genau auf der Seite. Das hat man früher so ausgeguckt. Das war mehr ein Durcheinander. Jetzt habe ich mich halt dann doch wieder mal für einheitlich entschieden. Sozusagen links und rechts das gemacht und dann in die Mitte gegangen. Und das muss halt alles so hoch. Ja, und überall, wo halt diese Lücken sind, da bleiben Lücken. Da kommt dann auch Glas rein. Ich glaube sogar, kommt das hier, nee, das kommt erst hier rein, das Glas. Also einen weiter innen. Genau auf dem Marble, wie auch halt hier. Und das ist halt dafür da, dass man halt ja ein bisschen Optik hat, obwohl es ein Rechteck ist. So, dann hätte ich jetzt gesagt, dann machen wir jetzt als allererstes. Da habe ich den Platz, da haue ich jetzt meine Scaffolds hin. So hoch wie das Dach werden soll. Das heißt, ich kann jetzt wirklich das ausschalten. Und jetzt brauche ich aus der Abteilung meinen Builder's Wand. Weil das muss einfach so hoch gehen. So, haben wir schon mal Nummer Uno. Aua! Ich hab's leider nicht aufgefangen, ich Depp. Das mache ich ein paar Mal, dann da was zu lachen. Kann ich mir irgendwann überlegen, ob ich dann Wasser hinmache. Wird das auf jeden Fall meinem Hunger total gut tun. So, okay. Wenigstens etwas. Hab's geschafft. Also das Gebäude sollte ich nicht machen, wenn ich Slowness bekomme. Dann habt ihr wieder was zu lachen. Da habe ich dann keine Chance, dass ich mich an den Scaffolds festhalte. Sondern dann liege ich einfach nur unten. So 20 Meter von den Scaffolds entfernt. Ich bin platt. Habt ihr gerade gesehen, ich glaube, 8 Arzen verloren.
Ich habe mich schon in die Mitte gelegt und bin trotzdem zwei Blöcke drüben gewesen. Bin ich fertig machen. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Spät. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4. Wir brauchen Abwechslung. Nehmen wir mal gleich ein bisschen unser Gelände von oben. So richtig schön die Aussicht genossen habe ich noch nicht. So. Und tschüss. Ja, ich muss mir unbedingt auch noch den Magneten bauen. Das wird auch noch wichtig. Weil, das wird mich dann irgendwann aufregen, dass ich irgendwann mein ganzes Zeug immer runterfallen lasse und dann vor allem, wenn ich dann nur noch ein oder zwei Blöcke brauche, die liegen dann meistens unten. So, dann machen wir jetzt auch hier das. Und wir ziehen den hoch. Jetzt muss ich ja mal gucken, das war, er zeigt mir das Material auch an, wenn ich es ausgeblendet habe, ja, Gott sei Dank. Wenn ich jetzt nur einen Layer an hätte, dann würde er mir nur den Layer anzeigen. Sehr schön, bin wieder blind. Architektal. Achso, das war. Achso, wie hier. Ja, das sind die Slabs oben. Der, glaube ich, zeigt mir doch nicht alles an. Zeig mir das Gebäude nochmal bitte. Ich will wissen, wie die Blöcke heißen. Weil die muss ich jetzt mir auch noch bauen, weil das muss ich so hochziehen, weil da verreck ich sonst. Da brauche ich auch noch Slabs. Brauche ich noch richtig viele Slabs. Zeigst du mir jetzt das an, wie die heißen? Vor allem das Lustige ist, ich habe es ja schon mal vorhin gesagt, aber ich habe es wieder vergessen. In der Hinsicht habe ich doch ein Gashörn. Ich bin Blindheit gestraft. Ah, da sind sie. Technical Blocks. So. Technical Blocks. Ah, okay. Das ist jetzt dann Stone. Stone. Auch Stone. Also, okay. Da brauche ich dann jetzt fünfmal Stone und alles klar. Dann hätte ich gesagt, dann bauen wir uns die gleich mal. Und Gott sei Dank ist jetzt Stone was, was ich ein bisschen habe. Ja. Weiß jetzt nur nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist, ne? Aber wie ihr seht, ne, jetzt ist es Schematik an. Ich habe halt wirklich Drops, FPS-Drops. Und das ist nervig. So, du musst dahin. Dahin und dahin. Dass ich das jetzt genau da reinbaue, ist natürlich total sinnvoll. Weil ich ja hier nicht hingehe und meine Tiny Pals mache. Weil ich möchte natürlich jetzt da nicht tonnenweise mitnehmen. Sondern eigentlich nur das, was ich brauche. Und da ich ja wirklich 3300 Eisen habe, machen sie mir momentan, ich wiederhole momentan, nicht die ganze Zeit, aber momentan machen sie mir nichts aus. So, dann schmeiße ich dich mal in die Cutting. Braucht da auch noch was? Weil
weiß, wovon wir hier reden. Wir spielen hier Minecraft. GT New Horizon. Und nicht normal Minecraft. Würde ich jetzt sagen, das Eisen reicht nur bis zum Spielende. Bei GT, ja, könnte es reichen noch 20 Minuten so ungefähr, wenn es sein muss. Ah, okay, also doch, ja. So, dann hätte ich gesagt, machen wir mal 2 Stacks, nehme ich mit. Das Schöne ist, wenn ich jetzt den rausnehme, hätte ich die anderen. Das ist auch gesehen, die wir beim anderen Mal noch nicht geguckt haben. So. Dann hätte ich gesagt, dann ziehen wir mal jetzt wirklich schön brav das Lager hoch. Wir sind ja momentan selber, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wir sind ja momentan beim Überlegen, ob wir noch Zusatzmods mit reinhauen. Das sind momentan überlegt 3 Stück oder 4 Stück. So. Mach mal das Gebäude bitte wieder im Hintergrund. Ich glaube, dann habe ich auch die Drops weniger. Und das wären ja dann auch bei uns, das, also für mich wäre das dann AgriCraft Enhanced Inventories. Es wäre noch, zeig mir doch nochmal alles an. Gehen wir mal mit dem Layer nach oben. Genau, das wäre nämlich schon mal der Layer. Ja. Ich sollte mich jetzt nicht selber ablenken, was ich gerade gesagt habe, sonst habe ich es wieder vergessen. Und zwar, das wären dann, wie gesagt, AgriCraft, Enhanced Inventories, Inventory Tools, glaube ich, heißt es. Also es wäre der dritte. Aber ich muss ein paar Mechaniken rausschmeißen. Also das heißt, ich möchte AgriCraft dann wirklich nur dafür haben, dass ich gezielter als bei IC2 an Pflanzen rankommen. Also es soll nicht IC2 Crops ersetzen, sondern ergänzen. Macht aber dann auch nur Sinn, wie zum Beispiel, wenn ich sage, okay, es kann kein normaler Wheat mehr angepflanzt werden, also in AgriCraft, sondern nur Wheat, den ich selber hinzufüge. Also das heißt zum Beispiel, man braucht dann, ich brauche zum Beispiel, um Wheat herzustellen, dieses Wheat-Säckchen von IC2. Und so weiter und so fort. Und das will ich irgendwie erreichen. Wenn ich das erreiche, dann wird er reinkommen. Sonst nicht. Enhanced Inventories ist dasselbe Spiel. Da habe ich auch noch ein paar Ideen, was da passieren muss. Vor allem, es muss in den ich brauche da Rezepte, die ich dem definitiv mit Assembler machen kann und nicht, was der so vorgibt, weil das ist ja nicht GT-like. So, jetzt kann ich dich auf jeden Fall ausblenden. Da kann ich dich jetzt mit hochziehen. So, jetzt muss ich nochmal anmachen. Genau, so, weil jetzt muss ich nämlich für mich es selber entscheiden. Ich habe ja hier, ne, also nochmal alle diese Blöcke da dazwischen. Ja, aber das Marble, wo ich halt jetzt dann das Marble habe, ist ja nicht mehr, wird ja dann nicht mehr gebraucht, weil ich habe es ja verändert. Aber das heißt, ich brauche es da auf jeden Fall. Das heißt, es wird auf jeden Fall so eine Zweierkante werden. Aber das ist mir jetzt erstmal ein bisschen egal. So, das heißt, wir gehen jetzt mal wieder auf Layer 11, auf Layer 12. Beziehungsweise ich gehe jetzt so hoch, dass ich
weiß, wo ich... Ah, okay. Alles klar. Meinen nächsten Rahmenbau. Wird gleich ein bisschen wehtun. Wenn ich mich schlafen lege hier oben, wird es sehr wehtun. Weil dann bin ich wieder unten. Aber das wird mir nichts anderes übrig bleiben. So. Vielleicht darf ich hier oben stehen bleiben. Ja, danke. Man muss sich schon bedanken. Wenn ein das Spiel nicht runterschmeißt. So, das heißt, wir machen wir ziehen die Layers wieder nach oben auf den nächsten, wo er außen ist. Ich würde meine technischen Blöcke. Ich finde die halt total passend für hier. Das ist so eine Art Stahlstreben aus Eisen. Ich weiß. Wieder nach unten. Den einen tue ich immer stiefmütterlich schön brav vergessen. Obwohl der ja auch mit hoch muss. Gut, dann wird das letzte Mal sein, glaube ich, dass nochmal so eine Strebe kommt, oder? Nein, es kommt gar keine Strebe mehr. Das ist jetzt dann. Ah, okay, da habe ich jetzt dann komplett schon Marble reingezogen. Ich weiß nicht, auch warum das so viel Marble braucht. Das kann sein, dass ich das auch ändere. So, also wir sind jetzt auf 23. Das muss ich mich jetzt mal so hinstellen, dass ich das sehe. 23. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, da ist auf jeden Fall dann das Dach, oder mit ist Dach, es kann sogar sein, dass ich es ein bisschen höher bauen muss, ja, das muss, oder, machen wir die obere Reihe ein bisschen kleiner. So, jetzt muss ich gerade hoffen, dass das klappt. Danke, hat geklappt. So, wir müssen mal schnell Raum mal raus und nochmal rauf gucken. Ja, okay, unten ist es ja auch schmäler als oben. Dann hätte ich gesagt, dann ist es nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich nochmal komplett alles einblenden. Okay, das wären jetzt oben 2,5. Weil ich da Half-Slabs ja drin habe, was ich diesmal nicht mehr reinbaue. Also wenn ich Half-Slabs baue, dann höchstens oben drauf, aber nicht unten drunter. Das wird Dreier definitiv werden. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist, ich brauche auf jeden Fall auch Licht in dem Bereich, weil sonst habe ich da irgendwann einen Monster-Spawner da drin. Da will ich aber keine Fackeln hinstellen, das heißt, ich brauche auf jeden Fall auch Glowstone, das heißt, ich darf im Nether ein bisschen Glowstone farmen gehen. Yay! Ich hoffe, dass es irgendwo eine Glowstone-Pflanze dann irgendwann gibt, um das Zeug herzustellen. So, genau. Ja, aber das ist ja eigentlich hier richtig. Also so habe ich das auch im Kopf. Nur bei dem ist es halt so, dass der das halt 3 breit ist und das ist bei mir halt dann nicht mehr richtig, weil wie gesagt, das Holz. Sonst müsste ich es ja 5 breit machen, weil bei mir ist ja erst wieder hier kein Marble. So, jetzt gehe ich mal hinter, hole noch schnell Marble und versuche noch
das auch mal nach oben zu ziehen. Ich hoffe, dass mir die 57 Stück reichen. Nee, die reichen mir nicht. Wir haben jetzt gesagt, das sind 6, das sind, ja doch, das müsste reichen. Nein, ich hol mir sicherheitshalber, ich habe nochmal was durchgebrannt, die hole ich mir sicherheitshalber nochmal. Ich möchte jetzt nicht auf halbem Weg verhungern, sozusagen. Nur weil ich zu faul war, mal schnell das Marble aus dem Ofen rauszuholen. Ist nicht so, dass ich da nichts durchgebrannt habe. Aber wie gesagt, das Marble-Dach, da bin ich momentan noch beim Zweifeln, weil innen drin würde ich gerne kein Marble nehmen, sondern dasselbe, was ich momentan unten verwendet habe, die geschüsselten Stone-Blöcke. So, mach mal wieder Hide, danke. Ja, ich mach so einen Dreierblock. Ist egal, dass das dann dahinter ist, aber das ich möchte keine Lücke lassen. War es, glaube ich, dann doch ganz gut, dass ich nochmal was geholt habe. Jetzt fangen natürlich an, doppelt zu setzen. Ach nee, das hätte ich sogar machen müssen. So noch machen müssen. So. Dann brauche ich jetzt von dir nochmal die Half. Also auch hier. Nochmal. Und das letzte Mal. Ja genau, also wie gesagt, hätte ich gerne halt zum Beispiel die geschüsselten Stone-Blöcke, also die, wo da unten sind, diese dunkelgrauen, als Decke. Vielleicht mit Verzierungen drin, dass ich sage, okay, ich mache vielleicht mal entweder sowas rein oder einen anderen verzierten Block als Muster. Aber so habe ich mir das vorgestellt. Dann, ja, jetzt machen wir nochmal wieder All und Show. Nee, All bitte. Alles klar. Und wie man sieht, okay, da kann ich das nicht mehr machen. Und da brauche ich jetzt meinen Birchwood wieder. Weil das ist sozusagen mein Element, wo ich dann sage, dass wir das Dach irgendwann so, also diese Wand ist dann sozusagen dieses was so drauf liegt als Verzierte. Ja, das wird dann sozusagen von oben auch mitgetragen. So, okay. Ja, okay, das wird man hoffentlich jetzt nicht sehen, dass da jetzt kein Marble mehr ist. Genau, dann, was ich momentan beim Überlegen bin, momentan habe ich ja hier als Gravel als Dach. Ich bin momentan beim Überlegen, ob ich da Gras drauf mache. Ist das schon ein bisschen ökologisch, ne? Also Riesenfläche, ne? Man möchte ja, dass das Klima auch noch und so, ne? Ja, sowas denke ich hier auch. So, dann hätte ich jetzt gesagt, mache ich jetzt hier meine Blöcke noch hin. Jetzt nehme ich den auch noch hier hinter. Auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir uns dann mehr ums Innenleben kümmern. Wie gesagt, ich habe es beim anderen Server festgestellt, habe es ja auch hier, Gott sei Dank. Ich habe durch einen Dungeon, fragt mich nicht mit euch welchen, auf jeden Fall nicht von den Bösen, sondern von den Kleinen, von den Bäumen,
Ja, wobei, habt ihr auch mitgekriegt, der hat mich jetzt so richtig. So blöd habe ich mich nicht angestellt im Level 1, wobei Level 1 noch harmlos ist. Ja, der hat mich, glaube ich, mal gezeigt, wie böse das eigentlich diese Baum-Dungeons sind. Darum habe ich mich ja eigentlich auch nie hingetraut. Nur, wie gesagt, ne, wenn man halt dann unvorsichtig wird oder beziehungsweise sich dann ein bisschen anstellt wie ich, dann, ja, dann kann das halt passieren. So. Müsste jetzt gleich alle Blöcke verarbeitet haben. Vielleicht haben wir Glück. Und ich mache alle. Nein, mache ich nicht. Wir haben immer noch ein gutes Stück vor uns. Ja, wie gesagt, da bin ich halt beim Überlegen, ob ich da oben halt dann Gras drauf pack oder Gravel lass. Aber ich glaube, ich lasse mehr Gravel. Das schaut, glaube ich, besser aus. So, dann heißt jetzt ab nach unten. Und das Schöne ist ja jetzt. Kennt ihr das, dass ich Programme immer dann updaten wollen oder tun, wenn man es am wenigsten brauchen kann? Ist auch oder habt das nur ich? So, ja, also das ist das Gebäude, wie es mal ausschauen soll. Wenn wir gleich sehen, wie es schon ausschaut, das ist nämlich gerade nicht uninteressant. So, dann hole ich mir jetzt noch ein bisschen Glas, weil das werden wir jetzt auch gleich brauchen. Weil wir möchten ja sozusagen, dass da keiner mehr reinrennt. Und das Wichtigste, ist wirklich das Wichtigste, wir müssen die Tür fertig machen. So, da haben wir dann auch mal irgendwann diesen von Carpenters. Das gleich auch noch wichtig. All das ist jetzt sozusagen das, wo ich das Glas reinsetze. Und wir ziehen hier eine Linie durch, so auf zweier Höhe. Denn es soll sozusagen kein, es wird auf jeden Fall kein großes Monster mehr reinlaufen. Dann fange ich hier an. Ja, das muss ich halt dann auch machen. Wie gesagt, die Kleinen sollen dann auch irgendwann nicht mehr reinlaufen. Das ist halt wirklich das. Zweierebene hoch muss das Glas dann irgendwann so hin. So, wir heiden mal. Schaut jetzt auf jeden Fall lustig aus. Also, das ist wieder der fliegende Holländer. Das heißt, wir ziehen jetzt dann peu à peu die ganzen Streben nach oben. Das wird kommen, dann innen drin wird kommen. Dann werden wir hier auch auf jeden Fall auch anfangen, die Sachen mit einzubauen. Es muss noch ausgefackelt werden. Wir brauchen Catwalks. Also, da wird Stahl, Eisen, da wird alles einfach nur drauf gehen. Und Mist, ich habe das Holz da oben falsch gesetzt. Das wird lustig abzubauen. Ah, halt. Da sehe ich noch einen Fail. Gleich beseitigen. So, wir haben auf jeden Fall den Eingang fertig. Wir haben ungefähr die Höhe. Wir haben die erste Hälfte von der Breite. Innen drin. Das fangen wir beim nächsten Mal an, denn wir sind schon wieder bei einer Stunde. Aber ja, das habe ich ja gesagt. Also wenn ich da ja, so eine Idee habe, dann wird die definitiv soweit umgesetzt. Und am Anfang habe ich hier mal wieder viel gebabbelt. Aber das ist halt immer so, wenn ich die sozusagen meine Aufnahmesession am Wochenende im Anfang, dann muss ich natürlich euch ein bisschen erzählen, was ich die Woche über gemacht habe oder auch nicht. Okay, dann.
wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos, die gerade eingeblendet werden. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.